So, wäre hier, hier wäre es der hier. Wir machen ihn einfach weg. Einfach nur, weil es der wäre. So, dann die Decke. Mit 2, 4, 5. Von hier weg. So, jetzt muss ich mal nachsehen, ob da noch oben auch was ist. Ja, ist es. Dann den Boden. Okay, da haben wir den Polyten Andesit. So, also hier sieht es tatsächlich aus, als könnten wir einfach komplett alles dicht machen. Hier hingegen sieht es nicht so aus. Das waren jetzt 2, 3, 4, 5. Da im Boden einer ist, kann da einer drauf. Aber... Und hier sind welche. Deswegen können... An der Decke, deswegen können die da auch drauf. Und... Da ist einer am Boden, deswegen kann auch der drauf. Das heißt, auch hier kommt tatsächlich eine Fackel hin, Leute. Das ist lustig, oder? Wenn der hier nicht da wäre, dann würde ich den hier nicht platzieren und dann wäre hier auch keine Fackel. So. Da oben ist noch eine versteckt. So, mehr bauen wir dann ab, wenn wir soweit sind. Wenn wir also das hier komplett fertig gemacht haben. So, dann hier. So, dann haben wir das, dann die Decke. Falsch. Der auch. So, aber sonst sieht das von hier aus jetzt soweit gut aus. Ja. Toll. Finde ich super. Gut. Das sieht auch so richtig lustig aus, Leute. Na gut. Dann geht es weiter mit dem nächsten. Da haben wir jetzt dann 2, 4, 5. Ah, da geht es dann weiter. 2, 4, 5. Aha. Naja. Dann die Decke. 2, 4, 5. Zack. Okay, sieht gut aus. Sieht auch nicht aus, als wäre da irgendwo was oben. Dann jetzt der Boden. Oha.
So. Hier habe ich den hier vergessen. Und da ist noch ein Stein. Und hier ist er schon irgendwie offen. Okay. Also, das ist der hier. Ja, gut. Das ist... Wenn jetzt dann hier die Fackel ist. Und, ja gut, hier kommt er sowieso hin. Hier ist der Stein. Das heißt, hier kommt er sowieso hin. Und jetzt habe ich nicht mehr genügend Andesit. Ich glaube, ich habe gar keinen mehr, oder? Habe ich noch Andesit? Nö. Ich muss mir Andesit mitnehmen, Leute. Na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, holen Andesit, wobei wir können ja noch ganz kurz den Boden fertig machen. Oh, und ich habe da noch keine Antriebsschienen drauf. Moment, da war ja einer hier, der hier. Wie tief ist das? Das gehört da dazu. Das lassen wir mal. Leute, das lassen wir einfach mal offen. Denn das gehört tatsächlich hier da dazu. Und weil das hier verbunden ist, mach ich das mit. Das heißt, auch die hier werden dann zu Blöcken. Okay, ansonsten passt das. Dann gehen wir jetzt schnell nach Hause, neuen Andesit holen, Leute. Und Eisen. Eisen ist auch wichtig. Ein Stapel sollte reichen, denke ich. Ein Stapel Eisenbarren. Und dann machen wir jetzt gleich zwei Stapel Schienen. War Gary eigentlich mal hier? Ach, keine Ahnung. So, wir könnten eigentlich auch gleich den Stein ablegen. Ist er hier drin, glaube ich? Oder nein, ich habe irgendwo eine Steintruhe gemacht. Ja, hier. So, das Schwarzpulver wird auch abgelegt. Und dann war hier Andesit. Dauert noch ein bisschen. Au, 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 au. War ich zu voreilig? So. Das will nicht aufhören zu brennen, Leute. Ah, jetzt. Eisen, Eisen. Da. Ein Stapel sollte reichen. Nehmen wir auch Gold auch gleich mit? Ja, nehmen wir Gold auch gleich mit. Wie viel haben wir denn da? Einen. Haben wir da was? Ja. Wir nehmen einfach mal alles mit. Gold haben wir leider nicht so viel.
So. Okay, dann kommt das Gold einfach mal hier rein. Schienen können wir uns gleich wieder machen. So, das war ein Stapel. Machen wir noch einen zweiten Stapel. Das sollte reichen. Zumindest für eine Weile. Und dann nehme ich jetzt noch mehr Andesit mit. Okay, sollte reichen. Ein Creeper. Na gut, ist alles beschädigt. Jetzt ist der Brusthanisch nicht mehr beschädigt. Und tatsächlich, hier ist nirgendwo ein Loch, Leute, bis zu dem einen kleinen Mini-Loch da vorne links. Da vorne. Warum habe ich mir eigentlich jetzt keine Lore mitgenommen? Naja. Naja. Okay, dann. So. Halt, Moment mal. Hier brauchen wir, hier sind die Schienen, das heißt, hier brauchen wir dann, hier geht es dann normal weiter. Das heißt, das hier kann tatsächlich wieder so einer werden. Und auch hier. Weil wir hier die Schienen brauchen. Dann hat es Pech gehabt. Dann machen wir auch hier. Und, ja gut, hier haben wir noch das Loch, das lassen wir mal. Nein. So. Gut, dann lege ich jetzt mal kurz noch ein bisschen Andesit ab. Das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Noch zu Hause. So. Aber dann haben wir das. Dann können wir jetzt auch das mitnehmen. So, also das hier ist ja ein eigenständiges Loch und das ist einfach nicht groß genug, deswegen wird es zugemacht. So, dann geht's hier weiter. Genau, das wäre jetzt hier. Das heißt, ich müsste jetzt hier einen hinmachen, aber da ist nichts, deswegen kommt da auch nichts hin. Genau. So, und dann haben wir ja das hier auch tatsächlich abgeschlossen. Wobei es ja hier auch noch reingeht. Also es ist eigentlich noch nicht abgeschlossen. Lassen wir es also. Und machen stattdessen einfach hier was. Ah, ich habe die Decke noch nicht fertig. Jetzt. Dann machen wir jetzt hier weiter. Haben wir eins. 2, 3, 4 und die 5. 1, 2, 3, 4 und die 5. Passt. Dann die Decke.
So, die Decke. Die ist ja dann auch 1, 2, 3, 4 und hier die 5. Ist auch nichts oben. Oder? Nein. Okay. Dann der Boden. Ups. So 1, 2, 3, 4, 5. Bis hierher. So. Passt. Und dann noch einmal hier und einmal hier. Wir setzen praktisch diese Fackel durch eine Redstone-Fackel. Und so oder so kommen die Fackeln hier unten weg. Ist da was? Nein. So, dann Redstone-Fackeln. So, hier wäre das jetzt da. Das können wir machen, das ist gut. So, mehr ist da jetzt gerade nicht möglich. Nein. Gut, wir warten noch auf die Decke. So, wie sieht's hier aus? Da hätten wir das und den. Und hier gibt's noch ein bisschen Decke. Und dann wäre eigentlich hier eine Fackel, aber auch das geht jetzt leider nicht. Dann machen wir den Boden. Halt. Du nicht. Du schon. Dann brauche ich jetzt erst wieder mehr Stufen. Machen wir die Schienen auch mal da rein. Oder machen wir sie hier hoch. So. Plötzlich kommt ein Zombie. Und er lebt noch. Okay. In den Helm sind sie rein, die Erfahrungspunkte. So, der hier passt. Der hier. Hier müssen wir sowieso durch. So, die hier passen auch. Genau. Passt. Jetzt habe ich schon wieder die Antriebsschienen vergessen. Und eine Fackel kommt hier hoch. Hier nicht. Da ist nichts. So, dann machen wir die Decke. Soweit möglich. Geht noch alles. Hier bis daher. Dir gehen. Und da geht's auch wieder so. Und auch hier geht's normal weiter. Okay. Okay, dann fangen wir mal mit der Decke an. Der hier muss so sein. Der hier auch. Der auch. Der. Der. Und die beiden. So, da muss ich jetzt erstmal hoch. So, dann kann der hier hin.
dann sieht das von hier oben schon mal besser aus. Als wäre alles zu. So, wie sieht es hier drüben aus? Da haben wir diese zwei hier, die ausgetauscht werden müssen. Dann sieht das auch von hier aus besser aus. Okay. Und jetzt der Boden. Also der hier. Die hier. Die beiden. Der hier. Der hier. So, dann ist das hier gut und hier gut. So, dann habe ich keinen Andesit mehr. Holen wir uns welchen. Da vorne ist ja einer.